Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei noch supersonnigem Wetter. Im Hintergrund hört er gerade ein Flugzeug. Ich glaube, das wird uns im Video jetzt öfters passieren, denn wir wurden eingeladen an einen, an einen größeren Seenkomplex. Ich glaube, er besteht aus 3 Baggerseen. Und der Inhaber hat uns gebeten, Stefan, komm doch mal vorbei. Er hat hier einen See, der ist sehr verwachsen, sehr tief, an dem er selber angelt, allerdings nur auf Karpfen. Hat hier riesen Karpfen gefangen. Ich glaube, Fische bis 35, 36, 37 Kilo. Da muss ich nachher nochmal genau fragen. Und möchte wissen, ob da Welse drin sind. Das Gewässer ist sehr alt. Ich glaube, mein Bekannter, der Jürgen, hat das Gewässer jetzt schon gute 30 Jahre unter seinen Fittichen. Ja, und er fragt sich halt, sind da Waller drin? Und aus dem Grund sind wir hier. Martin steht noch da vorne irgendwo am Auto. Wir wissen nämlich nicht genau, wo wir hin müssen. Ist alles hier ziemlich verwachsen. Hier vorne sehe ich schon Wasser durch die Hecken blinzeln. Seht ihr? Hier sieht man ein bisschen mehr. Schaut mal. Wirklich malerisch, ne? Und da unten schon, das ist ja spannend. Hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, alles voll mit Rotaugen, mit kleinen Fischen unter den Bäumen. Ja, da scheint richtig was los im Wasser zu sein, ja. Und nicht nur im Wasser ist was los, ihr habt es ja eben schon gehört. Wir befinden uns in der Mitte Bayerns. Moment, da ist da eben was Größeres weggeschwommen. Ich glaube, da war eben schon Wels unter der Hecke. Da ist eben ein relativ großer, langer Fisch weggeschwommen. Ich habe es nicht genau erkennen können. Oder es war ein Hecht. Wahnsinn. Wahnsinn. Zurück zum Kontext. Wir befinden uns in der Mitte Bayerns und die Seen liegen an der Nähe eines Flughafens. Das hat er mir schon erzählt und deswegen werden wahrscheinlich immer mal wieder so ein paar Düsenjets in so ein paar Sportflugzeuge über uns hinweg starten und landen. So, jetzt gehen wir mal vor. Wie gesagt, unser Plan ist es, hier an dem See herauszufinden, ob hier Waller drin sind. Geangelt wurde hier bisher nur auf Karpfen. Mit schwerem Erfolg. Und da habe ich mir gedacht, ist doch mega spannend, nehme ich euch mal mit. Wie geht man vor an unbekannten Gewässern, an einem Baggersee? Seen sind ja immer ein bisschen tückischer als Fließgewässer, um auf Waller zu angeln, um Waller zu fangen, ja? Um herauszukriegen, erstmal, ob Waller da sind. Ich bin selber das erste Mal hier. Für mich ist es auch neu und dementsprechend ein Abenteuer wieder. Und ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir unsere Bullis parken können. Dann das Boot ins Wasser. Und dann schauen wir mal, ob es hier einen Wels in dem versteckten Baggersee zu finden. Wir konnten unsere Autos direkt hier in Seenähe abstellen. Da können wir direkt aus dem Bulli rausangeln. Mega einfach dann. So, und jetzt sind wir hier am Gewässer, ja. Großer See, in der Mitte so eine kleine Inselkette, die den See teilt, eigentlich in 2 Bereiche. Hier der andere Seeteil, auch hier zieht sich so eine kleine Inselkette durch. Relativ klares Wasser, was ich erkennen kann. So, dann werden wir jetzt erstmal unser Schlauchboot vorbereiten. E-Motor dürfen wir benutzen, habe ich erfahren. Jetzt gehen wir erstmal drauf auf den See, gucken uns die Gewässerstruktur etwas an. Ich habe ein paar coole Hilfsmittel dabei, um die Waller zu suchen. Werde auch gleich 2 Aktivruten mitnehmen. Und dann sehen wir uns wieder. Bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwelche Bojen aufzupumpen, irgendwelche Stellfischruten vorzubereiten, ist es immer ganz, ganz sinnvoll. Nehmt euch die Zeit, egal wo, wenn ihr irgendwo ankommt, in einem Gebiet, was ihr nicht genau kennt, was für euch neu ist, betreibt erstmal ein bisschen Ortserkundung, schaut euch das Gebiet an, egal ob das jetzt ein Fluss oder ein See ist.
schaut, ob ihr irgendwelche interessanten Spots findet und dann bereitet ihr eure Montagen vor. Viele Angler sind dann so aufgeregt, erstmal husch, 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 schnell alles raus, irgendwo eine Boje hingesetzt, irgendwo angebunden und dann passiert nichts. Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir haben ein paar Tage Zeit auch mitgebracht für den Versuch hier am Baggersee und werden jetzt erstmal hier das Gewässer erkunden und uns auf die Suche mit leichter Ausrüstung nach den Welsen begeben. Hier an dem Baggersee, wie es sehr viele in Deutschland gibt, mitten in Bayern. Auf geht's! Boot ist im Wasser, das wichtigste Hilfsmittel, um auf den See rauszukommen. Aber jetzt zeige ich euch mal was ganz Spannendes. Ein anderes Hilfsmittel, was glaube ich ganz, ganz wenig Angler kennen oder ganz wenig Angler nutzen und was sich für diesen Gewässertyp hier sehr, sehr eignet. Also womit ich schon viele, viele spannende Geheimnisse klaren Baggerseen entlocken konnte. Kennt ihr das? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Dieses Teilchen nennt man Aquaskop. Ich kann dadurch die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche durchbrechen. Also ich halte das ins Wasser rein. Zack. Und kann dann dadurch unheimlich viel erkennen. Seht ihr jetzt hier schon den Gewässeruntergrund? Wenn er so drauf schaut, erkennt er das nicht so deutlich. Ist wie eine Taucherbrille. Nur ihr werdet nicht nass und könnt vom Boot aus schön mit diesem Teil hier ins Wasser schauen und Bodenstrukturen und manchmal sogar Fische erkennen. Ja? Fische finden, Fische suchen. Dann haben wir natürlich ein Echolot am Start. Dort, wo es erlaubt ist, natürlich das beste Hilfsmittel, um ganz schnell die Strukturen unter Wasser erkennen zu können. So, und jetzt nehmen wir auf jeden Fall noch ein Wallerholz mit. Ein bisschen klopfen. Mal gucken, ob was steigt. Es gibt in vielen Gewässern immer Bereiche, wo sich, wenn sie vorhanden sind, mehrere Welse aufhalten. Und es gibt genauso gut Bereiche, wo kaum Fische unterwegs sind. Und bevor wir jetzt hier irgendwo eine Boje setzen oder einen Köderfisch anbinden, schauen wir erstmal rum, ob wir irgendwo Plätze finden, wo Welse abliegen. Und falls einer hochkommt, nehmen wir natürlich gleich die passenden Klopfruten mit. Ein paar Aktivruten packen wir ein. Martin bereitet die gerade oben am Bus vor. Und dann fahren wir mal raus. Dann sollten wir schon das Wichtigste dabei haben. Gehen wir erstmal aktiv raus. Wir müssen mal gucken, wie lange wir Zeit haben. Ich glaube, dieses schöne Wetter momentan täuscht auch etwas. Im Wetterbericht ist ein bisschen Unwetter gemeldet. Temperatursturz soll auch kommen, also soll Regen auf uns zukommen. Aber wer weiß, hat ja nicht immer recht, der Wettergott aus den Nachrichten. So, begeben wir uns mal auf die Suche. Auf geht's. Was gleich zu Beginn auffällt und ins Auge sticht, sehr, sehr tief. Wir haben jetzt hier schon eine Wassertiefe von 9 Metern. Das ist tief. Es gibt natürlich noch tiefere Baggerseen, aber ich kenne auch sehr viele bei mir in der Gegend zu Hause, die nicht so tief sind. Die meisten Seen sind ja, kommt ja vom Namen her, Baggerseen, oft entweder entstanden, wo sie die Autobahn gebaut haben, weil sie dann Haufen Material gebraucht haben. Also bei mir zu Hause entlang der A5 gibt es unheimlich viele Baggerseen in Autobahnnähe. Oder es entstehen halt Baggerseen, weil irgendwelche Kiesfirmen irgendwo Landrechte erwerben. Dann wird da Bodenmaterial rausgeholt und irgendwann ist es erschöpft oder ausgebaggert. Dann füllt sich es oft mit
Grundwasser. Ja, und dann entstehen diese sogenannten Baggerseen. Ja. Hier, glaube ich, war irgendwo der Bereich, wo wir vorhin waren. Aber es sieht alles, seht ihr schon, sehr, sehr naturbelassen aus. Ja. Überall überhängende Bäume am Ufer entlang. Wir haben jetzt hier eine Wassertiefe von 3,30 Meter. Und diesen gelben Ball, den ihr da auf dem Echolot seht, sind alles Fische. Das sind alles kleinere Fische. Also hier ist richtig Alarm. Viel Wurzelwerk im Wasser. Ihr seht das. Also genau sowas lieben. Lieben die Welse im Baggersee. Und da ist es natürlich jetzt erstmal wichtig, dass man ein bisschen rumguckt, weil augenscheinlich in vielen Baggerseen, die sehr, wie soll man das sagen, ich will nicht sagen gepflegt werden, aber die so ihrer Natürlichkeit stark entraubt werden, weil einfach viel Wassersport dran ist, steht vielleicht irgendwo mal ein Baum im Wasser oder hängt ein Baum übers Wasser, aber hier ist ja alles zu mit Holz am Wasser, überhängenden Ästen. Und da ist es natürlich wichtig, welchen Ast man benutzt oder welches Gebiet man benutzt, um eine Wallermontage da zu präsentieren. Hier kannst du überall auf Wels angeln. Ja. So, und jetzt nutzen wir mal unseren Fischfinder, nicht das Echolot, sondern das Aquascope, und gucken mal hier ins Wasser rein, ob wir irgendwas erkennen können, ob wir irgendwas sehen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Treiben jetzt gerade hier über einen richtig großen toten Baum im Wasser. Alles voll mit Rotaugen, mit Futterfisch da unten. Ich probiere euch das gleich mal mit der Kamera zu zeigen. Alles voll mit Fischen. Kommt mal her. Von oben seht ihr jetzt relativ wenig. Und wenn ihr jetzt hier durchguckt, ich hoffe, ihr erkennt, seht ihr plötzlich alles sehr, sehr klar. Die Enden von dem Baum, die Rotaugen, die da unten rumschwirren. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also Futter ist auf jeden Fall vorhanden. Richtig Biomasse. So, in der Seemitte haben wir eben gesehen, 9 Meter, am Ufer 2 Meter, also es geht hoch wie so eine richtige, kann man sagen, wie eine Badewanne. Hier vorne kommt schon der nächste Hotspot, ein Baum, der richtig weit ins Wasser hineinragt. Sehr oft liegen die Wälse im Baggersee nicht in irgendwelchen tiefen Löchern, sondern erfahrungsgemäß in Ufernähe, irgendwo im Unterstand. Mit etwas Glück kann man einen sogar sehen. Ja. Wenn man sehen mit dem Teil, dann kann man auch fangen. Dann können wir auch fangen. Kenne ich schon einen Grund. Echolot zeigt 3 Meter Wassertiefe und ich kann
klitzeklar, ganz, ganz deutlich den Grund sehen. Und das ist schon Wahnsinn, ja. Da unten ist ein Hecht eben abgehauen. Seht ihr da unten die ganzen Pflanzen? Hier drüben stand eben noch der Hecht. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Eine Ecke interessanter als die andere. Hechte sind auf jeden Fall drin, aber das ist ja der Räuber Nummer 1 im Baggersee. Da müssen wir auf jeden Fall hechtsicher angeln. Denn wenn wir die Belzmontagen auslegen, ist mir schon öfters passiert in anderen Gewässern, in solchen Seen, dass die Hechte natürlich auch mit Vorliebe auf die Wallermontagen losballern, wenn er mit Köderfisch angelt. Mit Tauwurm passiert euch da nichts, aber ich glaube, mit Tauwurm brauchen wir kein Ansitzangeln hier machen. So viel Rotaug und Weißfische, die wir jetzt hier schon in Ufernähe gesehen haben, die werden sich definitiv auf euer Wurmbündel stürzen. Da bleibt nicht lang was von übrig. Hier hinten eine richtig schön verwachsene Ecke. Immer noch 3 Meter Wassertiefe. Alles kahl gefressen da unten. Also das sieht man direkt. Ich angel ja auch ab und an auf Karpfen. Und wenn ich jetzt hier zum Karpfenangeln wäre, wüsste ich, glaube ich, schon, wo ich ablege. Da unten sieht man richtige Kies-Sandlöcher zwischen den Unterwasserpflanzen. Richtige Mulden. Da kommen definitiv die Karpfen hin zum Fressen. Also das sind die Bereiche, wo sie schon abgegrast haben. Hier ist jetzt alles voll mit Unterwasserpflanzen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also so viele Möglichkeiten hier. Hier seht ihr jetzt gerade den hinteren Seebereich. Ich habe euch ja vorhin schon mal vom Ufer aus gezeigt, dass durch den Baggersee wie so eine Inselzunge durchläuft. Und die Inselzunge hat überall kleine Unterbrechungen, wo die Fische durchwechseln können. Wahnsinn, wo willst du da anfangen? Und wir werden jetzt anfangen, nachdem wir mit dem Aquascope schon mal uns hier auf die Suche begeben haben und definitiv schon gesehen haben, wir haben jetzt keinen Wels direkt gesehen, aber wir konnten im Uferbereich viel Futterfische sehen, wir konnten einen Hecht wegflitzen sehen, wir konnten sehen, dass Karpfen auf jeden Fall in Ufernähe fressen. Aber jetzt werden wir mal anfangen, Echolot zu benutzen. Und mal mit dem Ballerholz ein bisschen an den abfallenden Kanten, wo es tiefer wird, zu klopfen, ob wir irgendwo dann Waller steigen sehen. Da haben wir natürlich gleich gut mitgenommen, denn es wäre ja mega schade, wenn jetzt einer steigt, der Urgroßvater hier am Baggersee, und wir können nur auf dem Echolot mitverfolgen. Ja. Es ist zwar jetzt schon später Nachmittag, aber wir werden jetzt noch ein bisschen Zeit nutzen, um aktiv zu angeln. Wer weiß, vielleicht bringt uns das ja schon den ersten Welskontakt. Und dann in aller Ruhe heute Abend oder, wenn es zu spät werden sollte, morgen früh beginnen wir dann unsere passiven Welsmontagen auszubringen. Und hier fällt mir schon einiges ein zum passiven Welsangeln. Wir können Freestyle anbinden. Wir können mit Bojen arbeiten, wir können hier viel machen. Aber wir wissen ja immer noch nicht, ob überhaupt Welse drin sind. Gehen wir mal klopfen. Zum Einsatz kommt ein ganz einfaches System. Ich habe hier unsere neuen Real Warm Teaser dabei. Das ist ein Blei, was mit einem Gummikörper ummantelt ist. Und an dem Gummikörper hängen ganz, ganz viele einzelne Gummitentakel. Und unter Wasser pulsiert es richtig. Ich zeige es euch mal hier drüben, wie das aussieht. Wir schalten gerade mal ins Wasser rein. Seht ihr das? Wie spannend das ist. Unten drunter flitzen schon wieder die Rotaugen rum. Ich gucke mal, ob ich die hier hochlocken kann. Die Teile gibt es in 3 Farben. Pink, Naturgrün
und gelb. Unten dran sind zwei Drillinge montiert und die werden wir jetzt schön mit Würmern garnieren. Würmer haben wir extra eine größere Portion dabei, die verflüchtigen sich gerade hier aus der Dose. Denn erfahrungsgemäß, wenn die Welse da sind hier, werden sie auch die Würmer lieben, besonders beim aktiven Angeln mit dem Wallerholz. So. Pro Hakenschenkel kommen 3-4 Würmer drauf, dass ihr da einfach ein schönes Bündel habt. Und dann können wir schon anfangen, aktiv die Waller zu suchen. Lockstoff drauf, es kann nie schaden. So, wir haben jetzt hier 7 Meter, knapp 8 Meter. Ich fange jetzt mal bei 4 Meter Wassertiefe an. Erstmal so im Mittelwasser den Köder präsentieren. Dann werden wir uns hier langsam mal durch den See arbeiten. Zwei, dreimal klopfen, kurze Intervalle, Pausen machen und dann immer das Echolot beobachten, ob da was hochsteigt. Hier seht ihr jetzt schön meinen Köder, oben den Teaser, darunter das Wurmbündel, zwei Linien. Hier oben ist die Köderlinie, weil er ein bisschen weiter weg sitzt, der Martin, vom Martin. Und diese Schrägstriche hier im Echolot, das sind Gasblasen, die vom Grund emporsteigen. So, in dem Seebereich hier war jetzt gar nichts, überhaupt keine Aktion. Es kann natürlich auch sein, bei dem klaren Wasser, dass die Fische eher zur Dunkelheit hin aktiv werden. Wir fahren jetzt mal hier rüber in den anderen Seebereich. Hier hat die Sonne, wird die Sonne ein bisschen durch die Bäume gebrochen. Ist es sehr schattig. Vielleicht haben wir da mehr Glück jetzt. Hier ist auf jeden Fall, seht ihr ja schon, zum Licht auch der Kamera, bedeutend dunkleres Wasser. So, und die Kanten hier im See, die sind wirklich der Wahnsinn. Es fällt direkt ab. Ja, von 0 auf 9 Meter. Probieren wir es hier aus. Es schaffen beim Klopfen unseren Köder direkt im Spektrum des Wallers anzubieten. Also glaubt nicht, dass, wenn ihr jetzt irgendwo klopft, der Wels aus der Ferne zu euch hinschwimmen wird. Ihr müsst es schon schaffen, Glück, Zufall, Gewässerkenntnis. Gewässerkenntnis haben wir in dem Fall bisher noch nicht, dass er ja eigentlich schon direkt über dem Wels seid und dann durch die Druckwellen des Wallerholzes wird er gereizt, steigt nach oben und trifft dann auf euren Köder. Und im stehenden Gewässer ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Natürlich wird es hier auch Bereiche geben, wo mehr oder weniger Wälse sind, sofern sie da sein sollten. Aber im Fluss macht er natürlich Strecke, ne? Ihr treibt mit eurem Boot mit der Strömung den Fluss runter
und seht natürlich so viel einfacher, viel schneller, viel mehr als im See. Wenn wir jetzt ein bisschen Wind hätten, wäre das natürlich toll, da würden wir auch langsam über die Seefläche hier treiben. Aber so müssen wir immer mit dem E-Motor uns ein bisschen bewegen. Und da, wo der E-Motor nicht erlaubt ist, können wir natürlich auch paddeln. Aber wir müssen Strecke machen. Und vor allen Dingen jetzt hier am neuen Gewässer. Wir haben nur ein paar Tage Zeit, um zu checken, ob hier Welse drin sind. Und da bringt es natürlich gar nichts, wenn ihr euch irgendwo in eine Ecke setzt, in ein Loch oder irgendwas, und da 10 Stunden klopft. Wenn in den ersten paar Minuten da nichts steigt, könnt ihr auf jeden Fall weiterziehen. Das heißt nicht, dass dort kein Wels in der Nähe ist oder vielleicht dann abends da abliegt. Aber aktuell sind sie auf jeden Fall da nicht da. Es gibt natürlich Tageszeiten, die sind besser und schlechter. Aber auch das gilt es jetzt herauszufinden. Ich konnte schon mittags in der brütenden Sonne, in der brütenden Hitze, gute Fische beim Klopfen fangen. Dann gibt es Gewässer. Meistens ist es bei Gewässern der Fall, die so klar sind. Da funktioniert es fast nur in der dunklen Phase des Tages. Aber das müssen wir probieren. Hier sind Wälse da, hier steigen sie jetzt an, im Schatten kommen sie, die Fische. Im Schatten kommen sie, hier seht ihr sie. Aufpassen, aufpassen, im Schatten sind sie da. Definitiv, definitiv waren das Waller, ich glaube sogar 2 Stück. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, es ging eben so schnell. Und schon waren sie am Köder. Petri. Den wollt ihr fressen. Den Real Warm Teaser in der Farbe Neonrot. Aktives Angeln. Erste Sahne. Wahnsinn, Wahnsinn. Der Regen wird immer stärker.
und der nächste Fisch. Petri Heil, also Klopfen hier am Baggersee, der absolute Wahnsinn. Wie erwartet, die Welse jetzt im Einbruch der Dunkelheit mega aktiv, sehr gut reagiert aufs Wallerholz und auf die Real Warm Teaser. Innerhalb von vielleicht 15 Minuten zwei Fische. Aber womit wir nicht gerechnet haben, natürlich dieser krasse Wettereinbruch jetzt, dieser Starkregen, der plötzlich über uns hereingeprasselt ist. Blitze am Himmel, Donnergrollen und in dem Moment sollte man definitiv, wir sind auch richtig nass geworden, aber dann das Gewässer verlassen. Abwarten, Sicherheit geht davor. So, wir warten jetzt hier auch ab, dann ziehen wir uns trockene Klamotten an, die richtige Bekleidung und dann geht's nochmal raus. Auf jeden Fall mega spannend, mega effektiv und auch mega erfolgreich hier am Baggersee. Das Angeln mit dem Wallerholz, das knallt richtig. Jetzt muss es nur noch aufhören zu regnen und dann sind wir wieder am Start. Bin gespannt, ob wir euch jetzt noch in der Dunkelheit einen Fisch später präsentieren können. Weiter geht's. Das, was ich eben gemacht habe, mit der Taschenlampe ins Wasser zu leuchten, macht eigentlich kein normaler Angler. Aber ihr könnt damit natürlich auch nachts ganz perfekt im flacheren Wasser, im klaren Wasser Fische suchen. Die Fische stürzen in der Regel nicht. Also wir konnten da in der Vergangenheit schon Waller, Karpfen, Hechte, alle im Flachwasser beobachten, wenn wir mit so einer Lampe reinleuchten. Und ihr habt es eben gesehen, ich leuchte jetzt mal rüber aufs Ufer. Also da ist richtig Power dahinter. Und dieses kleine Kraftwerk hier, die Wuben E6, sowohl zum Fischesuchen bei Nacht, zum Ausleuchten des Ufers, zum Kontrollieren der Wallermontagen, für alles, für was ihr eine Taschenlampe nachts braucht, werde ich euch in diesem Video hier verlosen. Und alles, was ihr machen müsst, um dieses Kraftwerk hier zu gewinnen, ist, in die Kommentarfunktion vom Video reinzuschreiben, was ihr glaubt, abschätzen, wie viele Waller wir hier am Baggersee fangen werden. Wie viele Waller werden gefangen? Schreibt es unten rein. Und der erste von euch, der die richtige Anzahl der gefangenen Fische hier in diesem Video genannt hat, bekommt von mir die Wuben E6 nach Hause geschickt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich selbst bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das Gewitter hat sich verzogen. Es ist ein bisschen kühler geworden. Wir haben trockene Klamotten an und werden jetzt noch mal starten hier. Oftmals ist es ja wirklich so, nach so einem krassen Wetterwechsel, wenn der Regen aufhört, dass die Fische dann richtig Bock haben. Schauen wir mal, ob hier am Baggersee die Waller jetzt auch nachts immer noch so gut reagieren auf das Klopfen. Könnt ihr jetzt im klaren Wasser mal sehen, wie der Real Warm Teaser pulsiert. Ist schon ein Welsmagnet. Auf dem Echolot könnt ihr jetzt schön sehen, wie der Köder runtergeht. Hier kommt er. Hier kommt er. Hier haben wir eine richtige Sprungschicht im Wasser. Und in der werden wir jetzt mal anfangen zu klopfen. Hier ist unsere Köderlinie. Und schauen wir mal, ob da einer steigt. Wenn ihr jetzt im Fluss unterwegs seid und euch schneller bewegt, müsst ihr natürlich auch schneller klopfen. Also mehrere Intervalle hintereinander, aber jetzt hier auf dem See, wir treiben ganz langsam im Wind. Ihr seht es ja hier auf dem Echolot, wir haben 0,5 km/h Drift. Das ist so gut wie gar nichts. Zwei, dreimal klopfen, warten, ob was passiert.
Und das muss man halt in so stehenden Gewässern, in so Baggerseen immer wieder testen, ja. Manchmal läuft es tagsüber am besten, manchmal morgens, manchmal wenn die Sonne richtig prasselt, manchmal die richtigen Nachtstunden. Das Wasser ist hier sehr, sehr klar. Aber ihr habt es ja vorhin gesehen, in der Dämmerungsphase hintereinander weg, zwei Fische und dann kam der Regen. Fisch ist genau unterm Köder, das seht ihr. Die gelbe starke Linie kommt der nächste Wels. Kommt noch ein kleinerer von unten reingestiegen. Der kommt gut hoch, der kommt gut hoch. Komm, komm, komm. Geht wieder runter. Genau am Köder. Mein Köder sitzt genau zwischendrin. Na komm, na komm, na komm, na komm. Na komm, na komm, na komm. Geht wieder weg, geht wieder weg. Jetzt geht er runter zum Grund zurück. Ich gebe meinem Köder ein bisschen hinterher. Jetzt kommt er wieder angestiegen. Achtung, jetzt kommt er hoch, jetzt kommt er hoch. Jetzt kommt er an den Köderrand. Jetzt genau wieder unterm Köder. Jetzt ist er genau unter meinem Tauwurmbündel. Genau drunter. Einen leichten Zieher gehabt am Tauwurmbündel eben. Jetzt haut er ab. Hat einen leichten Biss gehabt eben. Mal gucken, ob er nochmal kommt. Ich gehe jetzt weiter runter mit dem Köder zum Hin. Jetzt ist er am Grund. Schade. Schade. Hat mal kurz angetastet. Jetzt geht mein Köder wieder hoch. Hier ist meine Köderlinie. Das ist der Wels. Ja, durch einen kurzen. Jetzt kommt er wieder, er kommt wieder, er kommt nochmal, Jungs. Er kommt, er kommt. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ist genau an meinem Köder dran. Genau dran am Köder. Jetzt muss er knallen. Jetzt muss es beißen. Jetzt muss es beißen. Leichten Biss habe ich. Fisch hängt! Fisch hängt! Wahnsinn, Wahnsinn, spannend. Habt ihr den Klopfkrimi gesehen? Was ein Klopfkrimi. Runtergegangen, weg gewesen, zurückgekommen und bam. Kamera läuft alles, ja? Mhm. Was ein Klopfkrimi. Was ein Klopfkrimi. Wir müssen da mitgehen, wir sind jetzt ganz nah schon am Ufer, an der Kante. An der Kante kommen die Fische. Was ein Klopfkrimi hier am Baggersee. Dieser Teaser ist wirklich die Macht. Da ist er. Geil. Es macht so Spaß. Wahnsinn. Ja, es war die richtige Entscheidung, am ersten Tag jetzt hier zum Testen erstmal aktiv rauszugehen, sich ein paar Plätze anzugucken, zu schauen, wo sind Fische. Ja, Wahnsinn. Knallt richtig. Toller Fisch.
Hier unten ist eine Köderlinie, hier ist ein Wels, hier ist ein Wels. Also ist schon wieder gut was los. Fisch ist genau am Köder. Ihr seht dann, steht genau unter den Würmern. Spannend, ganz spannend, Jungs. Achtung, Fisch. Dahinter. Auch nicht das Monster hier vom Baggersee. Aber der zweite Fisch ist hier bei Nacht. Der zweite Fisch ist hier bei Nacht. Schau ich das mal an, wie der den Köder sich reingeballert hat. Schön fett der Kleine hier. Wahnsinn. So, und das ist jetzt definitiv unser Zeichen, in Bulli zu gehen. Morgen geht es weiter. Heute schon am ersten Tag hier im Baggersee hatten wir eine ganz fantastische Fischerei, eine ganz tolle, aktive, spannende Fischerei auf die Welse. Morgen geht es weiter. Petri Heil, viele Grüße vom Baggersee. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Baggersee, von unserer Suche nach dem Wels. Die vergangene Nacht war ja wirklich ganz, ganz spannend da draußen auf dem Boot. Also das macht richtig Spaß. Dann hat wieder starker Regen eingesetzt. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet bis jetzt in die Morgenstunden. Und jetzt haben wir gerade eine kleine Regenpause. Wir werden nochmal aktiv rausgehen, nochmal ein paar andere Bereiche des Sees abtesten. Gestern in dem kurzen Zeitfenster, wo wir gestartet sind, konnten wir ja nicht alles uns anschauen. Die Nachmittagsphase war gut, da kamen zwei Fische. Und dann hat uns der Regen wieder klatschnass gemacht. Und dann die Nachtstunden, die Abendstunden, ja, war fantastisch. Jetzt starten wir in den Morgenstunden nochmal. Ich hoffe, dass der Wetterwechsel, es ist deutlich kälter geworden, den Fischen nicht auf den Magen schlägt. Dann haben wir auf jeden Fall schon unterschiedliche Tageszeiten hier am Baggersee beim aktiven Angeln getestet. Und dann werden wir versuchen, in den Ecken, wo wir jetzt auch schon ein paar Wälse auf dem Echolot sehen konnten, unsere Spannmontagen anzubringen. Ja, das ist ja auch ganz spannend für euch. Wo soll ich denn jetzt hier meine Wallerroute präsentieren, meinen Wallerköder präsentieren in so einem größeren See? Wie soll ich vorgehen? Auf welcher Wassertiefe wird er angeboten? Welche Montagen kommen zum Einsatz? Alles das werden wir uns dann noch mal gemeinsam anschauen, aber jetzt geht es erst noch mal aktiv raus, die regenfreie Zeit nutzen, wer weiß, wie lange sie anhält, vielleicht geht noch was, auf geht's. Wenn ihr auf dem Baggersee unterwegs seid, zum aktiven Angeln, ist es natürlich wichtig, dass ihr euch auch bewegt. Ja, auf dem Fluss treiben wir schön entlang und machen Strecke. Hier stehen wir oft auf dem Punkt. Und überall dort, wo es erlaubt ist, natürlich ist ein E-Motor der erste Wahl. Wenn der E-Motor nicht erlaubt sein sollte, müssen wir paddeln. Immer ein bisschen klopfen. Ein paar Minütchen in bestimmten Ecken. Wenn nichts passiert, ein bisschen weiter paddeln, anderes Gebiet anschauen. Und wenn er dann in die Gebiete kommt, wo die Wallers hin, erkennt er sie dann auch relativ schnell auf dem Echolot, wenn sie in die Startphase gehen. Wir bereiten jetzt unsere Köder wieder vor.
im Fluss nutze ich diese Real Warm Teaser oder auch andere Klopfteaser, Klonkteaser, je nach Strömungsstärke, in Gewichten zwischen 150 und 200 Gramm, damit er schön mit dem Boot mitläuft. Jetzt hier am See haben wir relativ leichte Modelle, 120 Gramm hat der Körper und der geht schön runter. Schön voll hängt, die alten Würmer von heute Nacht habe ich jetzt nochmal drauf gelassen, es ist nicht so warm, ein paar frische dazu und schon geht es weiter. Zum zusätzlichen Reiz, zum zusätzlichen Aufpeppen eurer Würmer nutzen wir gerne diese Aktivierungssprays. Das Warm Spray hat schon oft gute Erfolge gebracht. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle 9 Meter Wassertiefe und zum Beginn der Fischerei rate ich euch immer, fangt irgendwo im Mittelwasser an. Ja. Wir haben die Köder jetzt bei 5 Meter circa reingesetzt. Erkennt man ja schön hier die Tiefenlinie auf dem Echolot, genau in der mittleren Wassersäule. Und da können wir jetzt auch am besten reagieren, wenn aus dem Freiwasser einer reinschießt, weiter oben oder weiter unten oder von unten einer ansteigt. Je nachdem, was die Fische dann machen, versuchen wir mit unserem Teaser, mit dem Waller mitzugehen. Der erste Interessent ist hier, relativ weit oben, hat unsere Köder überstiegen. Schaut euch das hier mal an, ganz verrückt. Alles voll, ein Riesenschwarm kleinerer Fische im Mittelwasser. Hier läuft mein Klopfköder raus. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, mit dem Echolot, mit dem Ballerholz findet ihr halt ganz, ganz schnell an euch unbekannten Gewässern die Bereiche, wo Fischaktivität ist. Die Bereiche, wo auch leer sind. Ja, wir haben jetzt auch ein paar Driften gehabt oder ein paar Ecken hier am Baggersee, da war überhaupt nichts. Kein Fisch, keine Weltsichel, kein Interessent für unsere Wurmbündel und andere Ecken wiederum, da sind sie dann direkt nach oben geschossen. Also Wallerholz in Verbindung mit dem Echolot, ein ganz tolles Instrument. Auch wenn ihr vom Boot aus nicht angeln dürfen solltet in eurem Baggersee, aber dafür das Bootfahren erlaubt ist, ja, als Badegast. Oder was weiß ich. Ja. Geht ruhig mal drauf, nehmt ein Echolot mit, guckt ein bisschen rum, klopft ein bisschen mit dem Wallerholz. Also ganz, ganz schnell sind dann die Bereiche auf jeden Fall entdeckt, wo die Waller sich aufhalten. Es sind nie alle Bereiche in so einem Baggersee gleich. Ihr seht es ja auch hier im Hintergrund. Ja. Bäume hängen rein, eine Hecke nach der anderen. Da kann überall ein Fisch drunter stehen oder auch nicht. Aber das werden wir später noch probieren, wie wir beim Ansitzangeln solche Bereiche optimal befischen. Die Suche mit dem Wallerholz hier am Baggersee hat ja prächtig geklappt. Im zweiten Teil des Videos, was bereits nächsten Sonntag auf meinem Kanal kommt, werden wir dann uns um das Ansitzangeln, um das passive Angeln auf Waller hier am Baggersee kümmern. Und das wird auch wieder mega spannend. Da haben wir wirklich ein paar ganz verrückte Sachen erlebt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch, dicke Fische. Bis zum nächsten Video. Bis nächsten Sonntag. Euer Stefan. Ciao, ciao.